Sie sind hier, 28. Dezember 2018, 9.31 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Luiz wurde sein Sieg in Biberkrieg aberkannt. Urheberrecht Getty Images. Stefan Luiz akzeptiert seine Disqualifikation in Biberkrieg nach der Sauerstoffaffäre nicht und setzt ein Verfahren in Gang. Der DSV reagiert. Skirennläufer Stefan Luiz will um seinen ersten Weltcupsieg kämpfen. Der Allgäuer teilte dem Skiweltverband FIS am Freitag mit, dass er eine nachträgliche Disqualifikation für den Riesenslalom am 2. Dezember in Biberkrieg, USA wegen der leidigen Sauerstoffaffäre nicht akzeptiere. Ich habe mir das in aller Ruhe überlegt und möchte gegen die Disqualifikation vorgehen, da ich diese für ungerecht halte, sagte Luiz. Luiz hatte in Biberkrieg durch die Nutzung von Sauerstoff direkt an der Rennstrecke gegen das Anti-Doping-Reglement der FIS verstoßen. Auf Anraten ihres Anti-Doping-Panels kündigte die FIS knapp 2 Wochen später an, Luiz rückwirkend zu disqualifizieren. Zeitplan für Entscheidung noch unklar. Der Einspruch von Luiz setzt nun ein Verfahren in Gang, in dessen Verlauf es zu einer Anhörung kommen dürfte. Ein Zeitplan ist noch nicht bekannt. Wir stehen hinter Stefan, betonte DSV-Sprecher Ralf Eder am Freitag. Der Deutsche Skiverband hat den Verstoß mehrfach eingeräumt und betont, er sei sich des Verbots von Sauerstoff durch die FIS an einer Rennstrecke nicht bewusst gewesen. Eine Nutzung im Training verbietet die FIS dagegen nicht. Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA erlaubt die Sauerstoffeinnahme, von Sportinformationsdienst.